Endless Space 2 kann ich euch schon mal vorab sagen. Das Spiel kommt in den Early Access auf Steam am 6. Oktober 2016. Das ist eine Vorabversion, die ich euch zeigen werde. Wobei Early Access auf Steam, wisst ihr ja schon, das Ganze ist eigentlich eine Vorabversion dieser Art von Verkaufsmodell. Man bekommt eine unfertige, aber bereits spielbare Version, wenn man das Spiel so frühzeitig kauft. Eine Version, die abgespeckt ist, aber hat dafür die Gelegenheit, es halt vorab zocken zu können. Bekommt alle fertigen Versionen hinterher. Dann natürlich auch gratis bis zum Release und kann, wenn man möchte, den Entwicklern Feedback geben und ihnen sagen, wie sie das Spiel vielleicht noch besser machen können. Und genau das hat mein Gesprächspartner, mit dem ich euch zusammen hier Endless Space 2 zeigen möchte, in den letzten Wochen schon intensiv tun können. Denn das ist ein sogenannter VIP-Fan, ein VIP bei den Entwicklern Amplitude in Paris. Das ist Nosferatiel. Hallo. Moin. Wir sind über viele Zeitzonen miteinander verbunden. Ich hier in Köln, ich nehme das am frühen Morgen auf und bei dir ist es einen wunderschönen guten Abend, tief in der Nacht. Was es so alles gibt. Sci-Fi, Science-Fiction. Man kann über viele Zeitzonen hinweg hier etwas gemeinsam aufnehmen und Endless Space 2 ist ja auch ein Science-Fiction-Spiel. Ein klassisches 4X-Spiel, wo man in einer Galaxie spielt und ein Reich aufbaut. Klein anfängt mit einem kleinen Startplaneten und dann ein großes Reich aufbaut. Im Wettkampf, in der Konkurrenz mit anderen außerirdischen Spezies. Wobei, außerirdisch, können wir die Menschen überhaupt spielen? Ich glaube, das geht ja gar nicht. Zumindest hier nicht. Wir werden sehen, ob vielleicht eine der Fraktionen humanoid ist, aber momentan keine. Du hast die Möglichkeit gehabt, als sogenannter VIP-Fan das Spiel seit Wochen, wenn nicht gar als Monaten, seit Monaten schon in Anfangsversionen kennenzulernen und auszuprobieren. Die VIP-Fans, das ist ein kleiner elitärer Kreis von Fans, den die Entwickler sich aus aller Welt im Laufe von mehreren Jahren zusammengecastet haben. Ihr habt direkten Kontakt mit den Entwicklern. In einem internen Forum bekommt immer die Vorabversion von denen und testet. Und ihr habt gewichtigen Einfluss schon gehabt in den letzten Wochen auf die Entwicklung von Endless Space 2. Ja, wir wurden auch gefragt, ab wann das Ganze denn bereit sei, in den Early Access reinzugehen. Und haben auch gewichtigen Einfluss darauf gehabt, dass in den letzten Wochen sehr viel Crunch-Time betrieben wurde, um noch einige Dinge wirklich publikationsfähig zu machen, damit auch vernünftiges Feedback dazu gegeben werden kann. Und sagen wir einfach mal so, wir sind nicht unschuldig daran, dass das Ganze nicht mehr im September rausgekommen ist, aber ich denke, das war für alle Beteiligten deutlich besser und ich hoffe, dass das Produkt, was sie jetzt auch am 6. Oktober rausbringen, definitiv auch jetzt schon Spaß macht. Zumindest mir macht es schon noch Spaß, was inzwischen ein gutes Zeichen ist. Vier Fraktionen sind im Augenblick anspielbar und anwählbar bei Endless Space 2. Was mir persönlich auf den ersten Blick auffällt, euch vielleicht auch, und das ist eine Sache, die mir persönlich bei der ganzen Endless-Reihe, den Endless-Spielen von Amplitude, auch bei Endless Legend beispielsweise, verdammt gut gefällt, das ist der Grafikstil. Es wirkt einfach wahnsinnig elegant. Es wirkt so, wie man es vorab noch nirgendwo anders gesehen hat, bei den Spielen anderer Entwickler. Und das ist generell eine Sache, die für die ganze Spielereihe, glaube ich, die charakterisiert. Die Entwickler machen nämlich viele Sachen ungewöhnlich und ungewöhnlich anders als andere Spieleentwickler von Strategiespielen. Die wagen echt was, probieren Ideen aus, sind wahnsinnig innovativ, was nicht immer dazu führt, dass das Endprodukt in jedem Details so ausbalanciert und so perfekt ist, dass man sagt, wow, das ist genauso, wie es sein muss, vom Balancing her beispielsweise. Aber man kriegt echt ein ganz individuelles Spiel, ein ganz innovatives Spiel, wie man das vorab noch nirgendwo anders gesehen hat. Vier Fraktionen zur Auswahl, die auch spezifische Boni und Mali haben, die bestimmte Einheitentypen haben. Hier kann man verschiedene Schiffshüllen, verschiedene Schiffsmodelle sich anwählen. Hier sind die Affinities und die Traits werden angezeigt. Irgendwann wird es das Spiel auch auf Deutsch geben, im Moment noch nur auf Englisch. Und vielleicht bist du so lieb, Nosferatiel, und sagst uns mal ganz kurz, was diese einzelnen Fraktionen so stark voneinander unterscheidet. Fangen wir doch erstmal mit denen an, die wir schon aus Endless Space 1 kennen. Die Sophons waren dort die wissenschaftsstärkste Rasse, das sind sie auch dieses Mal wieder. Inzwischen ist ihre Affinität ein klein wenig anders. Sie sind diejenigen, die Pioniere im technologischen Sinne sind. Sie sind immer gut darin, alles zu erforschen, was noch niemand anders erforscht hat. Und sie können auch durchaus sehen, wie viele andere das erforscht haben, weil dann der Bonus für die nächste Forschung sinkt.
Das ist dann die Omniszienz der Sophons. Ansonsten militärisch eher schwach, haben allerdings den Vorteil, dass sie von der Politik, auf das gehen wir dann später ein, direkt in der Lage sind, mit ihrem Wissenschaftsfokus das zweite Zeitalter der Forschung sofort zu benutzen. Sie können also gleich mal die doppelte Menge an Arten von Planeten relativ schnell besiedeln, was andere nicht können. Das ist das, was man sich am ehesten noch vorstellt als typische Aliens, kleine Leute mit großen Augen und einem großen Forscherdrang. Andere Fraktionen, die Cravers. Metallungeheuer, was zeichnet die aus? Die Craver waren ja auch schon in Endless Space 1 vorhanden. Sie sahen auch in Endless Legend letztendlich, sagen wir mal so, da leider nicht. Aber die Craver sind letztendlich eine Rasse von Waffen, die von den Virtuellen erschaffen wurden, um Planeten zu zerstören. Und genau das tun sie auch heute noch. Sie haben überhaupt keine Vorstellung von Friedensverträgen. Sowas ist für sie eigentlich eher gegen ihre biologische Determinismus vollkommen dagegen. Alles platt machen, aber bitte nicht damit verhandeln. Das Einzige, was sie höchstens mal tun, ist Sklaven zu nehmen. Und jeden Planet, den sie betreten, werden sie einfach nur bis zur Erschöpfung ausbeuten, was ihnen erstmal einen Bonus darauf verschafft, wirtschaftliche Fortschritte zu machen, aber letztendlich dazu führt, dass der Planet komplett ausgelaugt und nutzlos wird, sodass sie dazu getrieben werden, sich die gesamte Zeit auszubreiten, unter Ausnutzung aller Mittel. Also wenn ihr mal wirklich die böse Seite in euch so richtig austoben, ausleben wollt, dann ist das zweifelsohne ja die richtige Wahl für euch, die Cravers. Macht alles kaputt und habt euren Spaß daran. Dritte Fraktion, die es gibt, die Votiani, wobei ich ehrlich sein muss, ob ich das so richtig ausspreche, englischsprachiger Story-Autor, der das hier alles verfasst hat und der auch die Namen ausgesucht hat, aber vermutlich sind das ohnehin, das ist Aliensprech. Wer weiß, wie die Votiani ihren Namen selber aussprechen. Das sind sie auf jeden Fall. Und was charakterisiert diese Fraktion? Die Vodiani sind in allererster Linie religiöse Fanatiker, die es geschafft haben, ihren eigenen Planeten komplett zugrunde zu richten, sodass sie in letztendlich Schiffe im Orbit fliehen und lustigerweise ihre Körper aufgeben mussten. Sie haben alte, endlosen Technologie gefunden, die Virtuellen damals benutzt haben, um in Körpern rumzulaufen, obwohl sie eigentlich nur als in Computern hochgeladene Intelligenzen bestanden zu dem Zeitpunkt. Und die Vodiani haben es zumindest geschafft, ihre Körper loszulassen und sich selbst in solche Arten von, nennen wir es mal, Raumanzügen zu laden. Da ist also keine Person drin, der Raumanzug ist die Person. Erinnert ein wenig an die Broken Lords aus Endless Legend. Das führt lustigerweise dazu, dass sie eine besondere Ressource haben, nämlich Essenz, die sie nennen wir es mal unfreundlich von anderer Leute Systemen klauen, um damit ihre großen Mutterschiffe zu bauen. Sie besiedeln keinen einzigen Planeten, sie laden einfach ein Mutterschiff irgendwo in den Orbit und das besiedelt dann automatisch alle Planeten in dem System, die sie besiedeln können. Die Population ist auch ans Mutterschiff gebunden, alle anderen Eigenschaften wie Systemgebäude etc. sind auch ans Mutterschiff gebunden und man kann die jederzeit aus einem System abziehen und in ein neues System verlagern. Das hat den Vorteil, dass man natürlich sehr viel Flexibilität hat, in was für Systeme man besiedelt. Es hat den Nachteil, dass jeder andere keine Bodeninvasion durchführen muss, um die loszuwerden. Es reicht einfach, die Schiffe vom Himmel zu schießen. Ihr merkt schon, die verschiedenen Fraktionen spielen sich grundlegend unterschiedlich bei Endless Space 2. Das gab es auch schon bei Endless Legend, bei diesem Fantasy-Spiel, was Nosferatil und ich gemeinsam vorgestellt haben. Schon ganz oft in verschiedenen Let's Plays und in Special-Videos. Das ist eine Stärke des Spieles, die Unterscheidbarkeit der verschiedenen Fraktionen, dadurch hoher Wiederspielwert. Andererseits auch eine Schwäche, weil es ist immer sehr problematisch, die KI bei den Computergegnern daran anzupassen. Viel Spaß macht sowas allerdings in Multiplayer-Partien. Weißt du, ob es den MP-Modus schon gibt in der Early Access Version? Den wird es in der Early Access Version am Anfang noch nicht geben, der wird später erst eingeführt werden. Auf Dauer aber sicher schon. Lumeris. Auf Dauer sicher, ja. Die vierte Fraktion, die man schon mal spielen kann. Okay, das sind quasi die Pazifisten, wobei Pazifist in diesem Fall bedeutet Kapitalist, weil sie kein anderes Interesse haben, als so viel Dust, die Goldvariante des Endless Space Universums, aus den Leuten rauszuschündeln wie möglich. Warum wollen sie das tun? Weil sie als Affinität haben,
dass sie, statt Kolonieschiffe irgendwo hinsenden zu müssen, einfach ein System kaufen. Alles, was sie tun müssen, um ein System zu besiedeln, ist genügend Geld auf den Tisch zu legen und irgendjemanden damit zu beauftragen. Und schon ist das System zumindest mit einem Außenposten versehen. Da es in Endless Space 2 auch Konstellationen gibt von Sternen, die nicht direkt mit, sagen wir mal, Verbindungen verbunden sind, die man finden kann, indem man Sonden in jede Richtung schickt, können sie also auch komplett isolierte Systeme von vornherein besiedeln, die sie einfach nur mal mit einer Sonde gefunden haben. Ihr merkt, zwei der vier Fraktionen, die wir euch vorgestellt haben, die kolonisieren Planeten gar nicht auf die klassische Weise, dass sie ein Schiff hinsetzen, Kolonisten absetzen und die dann in aller Ruhe die Erde fruchtbar machen, die sie davor gefunden haben. Wir wollen euch einen kurzen Eindruck geben von dem Spiel mit den Sophons, weil die spielen halt ganz normal und regulär und da kann man, die sind am ehesten vielleicht von den vier Fraktionen so, dass man sagen kann, ach ja, da kommt man schnell rein, das kennt man doch irgendwie schon von dieser Art von Spielen. Was ich euch ganz kurz schon eben gezeigt habe, es gibt verschiedene Schiffshüllen, verschiedene Schiffstypen bei jeder einzelnen Fraktion. Das ist auch durchaus relevant, weil im Gegensatz zu früheren oder vielen anderen Sci-Fi, Science-Fiction-Strategiespielen kann man nicht mehr mit jedem Schiff jede Rolle durchführen im Spiel, zum Beispiel jedes Schiff einfach in eine Schlacht reinschicken. Es gibt verschiedene Angriffsschiffe, es gibt Defensivschiffe, was auch immer. Zeigen wir euch nachher auch in den taktischen Gefechten, aber kurz mal erwähnt jetzt schon. Ja, man kann natürlich jedes Schiff abschießen, aber man kann nicht jedes Schiff gut zum Abschießen anderer Schiffe benutzen oder zum Erkunden von Konstellationen oder für jede andere Variante, die es so gibt. Zum Beispiel die Vodiani müssen ja ihre Essenz von anderen Planeten klauen und dafür sind Supportschiffe hervorragend geeignet, die mehr, sagen wir mal, Slots dafür haben, um einfach mal, sie stellen es wirklich mit einem Symbol dar, was eine Untertasse hat, die irgendwelche Sachen hochlädt. Ich vermisse bei dem Symbol einfach nur noch die Schafe, die sie klauen. Aber jetzt geht's los mit den Sophons und damit, dass wir euch eine allererste Partie zeigen, den Anfang einer Partie und das Interface zeigen und die wichtigsten Features von Endless Space 2. Viele, viele Einstellungen, das kennt man von dieser Art von Spielen. Es gibt Zufallskarten, Skripte, wo ihr verschiedene Einstellungen vorher festzurren kann. Galaxiegröße könnt ihr beispielsweise einstellen. Wir empfehlen für euch Medium, dann sind die Welten halbwegs groß. Noch größer geht es im Augenblick nicht. Man kann auch noch andere Dinge einstellen, wie zum Beispiel verschiedene Muster, nach denen die Sternsysteme in der Galaxie angeordnet sind. Kann man ja drei verschiedene. Zu Beginn hat man zur Auswahl Spielgeschwindigkeit, Spielschwierigkeit. Kennt ihr alles von ähnlichen Arten von Spielen und wir starten jetzt erstmal. Und während im Hintergrund das Zufallskartenskript euch auslost, wie das gleich aussehen wird, die Verteilung der verschiedenen Sternsysteme auf der Karte, wird jetzt gleich ein kurzer Film abgespielt. Bei jedem der unterschiedlichen Fraktionen gibt es unterschiedliche Filme. Da wird man so ganz grundlegend in die Charakteristik eingeführt. Eine Hintergrundgeschichte wird erzählt. Die typische Musik für diese Fraktion wird abgespielt und ein bisschen Flair wird vermittelt. Den können wir euch allerdings auch vermitteln. Ich breche das mal ab. Und es gibt neben den großen Hauptfraktionen auch kleine Minderheitenfraktionen im Spiel, mit denen man interagieren kann, mit denen man zusammenarbeiten oder die man auch unterwerfen kann hier im Spiel. Und so sieht es aus, Endless Space 2. Und es gibt verschiedene Scroll- und Zoom-Ebenen hier, Nosferatiel. Ja, wir können einmal komplett rauszoomen, dann erinnert es ein klein wenig an The Legend. Man sieht quasi nur die Minimalinformationen, wo jetzt gerade die Landesgrenzen gehen, wo die entsprechenden Linien sind, die verschiedene Sternensysteme verbinden. Dass wir überhaupt die Endpunkte sehen, wie weit denn nun diese Systeme entfernt sind, ist schon eine der Affinitäten der Sophons. Alle anderen sehen nur, es geht von meinem System hier gerade ein Weg weg und ich habe keine Ahnung, wie weit jetzt das nächste System entfernt ist. Die Sophons wissen das, das heißt, man kann wesentlich schneller planen, wie man jetzt seine Erkundung gestaltet, dass man möglichst schnell das erste System findet, was man besiedeln kann zum Beispiel. Man kann auch reinzoomen. Ich würde einfach jetzt mal da draufklicken.
Und so sieht dann ein Sternsystem von innen aus. Verschiedene Planeten, einer schon besiedelt, das ist unsere Startwelt. Es gibt verschiedene Erträge auf den Planeten. Aber insgesamt ist es eigentlich das ganze Sternsystem und nicht der einzelne Planet, den man hier nutzt und ausbeutet, Nosferatu. Genau, man kann immer nur aus dem gesamten Pool des Sternensystems etwas ziehen. Das Sternensystem insgesamt baut Nahrung, was die Bevölkerung vermehrt, Industrie, was man benutzen kann, um Gebäude oder Schiffe zu bauen, Dust, was man letztendlich als geldartige Ressource verwendet für verschiedene Dinge, von Schiffsupgrades bis hin zu Bestechung bei der nächsten Wahl, Wissenschaft für Technologien und Einfluss, zum Beispiel um Politiken durchzubringen oder einer anderen Fraktion auch nur den Krieg zu erklären. Es gibt auf jedem Planeten verschiedene Slots noch. Hier sind 3 Stück beispielsweise und auf der anderen Seite sind auch 3 mit Vorhängeschlössern. Welche Bedeutung hat das? Am Anfang hat jeder Planet in einem neu besiedelten System nicht alle seine möglichen Bevölkerungsslots zur Verfügung, die letztendlich momentan ausgegrauten Slots mit Schlössern bedeuten, dass man das System erstmal upgraden muss, bevor man überhaupt die Planeten vollkommen besiedeln kann. Die anderen linken 3 Slots sind verschiedene Arten von Bevölkerung. Die unteren 2 sind Sophon, das obere ist Epists, und man kann sich in diesem Spiel unglaublich viele verschiedene Arten von Bevölkerungsgruppen zusammenbasteln. Entweder indem man einfach einen Planeten erobert, auf dem die drauf sitzen, oder indem man sie diplomatisch davon überzeugt, wenn sie eine kleine Fraktion sind, dass sie doch mal lieber sich dem großen Sophonreich anschließen sollten. Und diese haben alle unterschiedliche Eigenschaften und sind auf anderen Arten von Planeten sehr effizient. Zum Beispiel die Epists hier mögen gern heiße Planeten. Auf der linken Seite seht ihr bei dem Sternsystem, was hier als Erträge in Summe rauskommt. Nahrung, Industrie, Dust, Forschung und Einflusspunkte. Und dann seht ihr noch, dass man hier einen Gouverneur einsetzen kann, der hier spezifische Boni noch gibt. Und man kann hier beispielsweise auch Gebäude errichten. Zum Start vielleicht ganz gut, das hier Drone Networks. Das gibt einem einen Basisertrag von Produktion und Nahrung hier. Kostet auch einen gewissen Unterhalt, ist jetzt in der Bauschlange hier eingestellt. Man kann auch verschiedene untereinander einstellen, die werden der Reihe nach abgeklickt. Dann gibt es hier noch einen Moralwert. Die Leute sind unterschiedlich zufrieden und je nachdem sind die hier auch produktiver oder unproduktiver. Und es gibt noch eine Mannstärke, einen Manpower-Wert, wie viel die hier beispielsweise reinwerfen können in irgendwelche Schlachten oder in die Konstruktion von Schiffen, die auch unterschiedlich viel Manpower brauchen, wie viel Widerstand die leisten, wenn andere Völker oder andere Imperien versuchen, den Planeten zu erobern und so weiter. Wollen wir uns mal einen Blick reinwerfen in den Heldenbildschirm? Es gibt verschiedene, ähnlich wie bei Endless Legend, auch schon verschiedene Elite-Leute, die man hier zuweisen kann, die ihre eigenen Schiffe mitbringen. Das ist unterschiedlich, im Unterschied zu Endless Space 2, und die man dann entweder einsetzen kann beim Erforschen der Galaxie oder halt vor Ort als Gouverneure. Genau. Und wenn sie als Gouverneure eingesetzt werden, sind sie ihre Schiffe natürlich nicht ganz so nützlich. Andererseits haben sie inzwischen mehrere Eigenschaften. Die Helden haben auch eine politische Ideologie. Zum Beispiel ist das hier ein Wissenschaftler. Er ist auch sogar der Anführer der Wissenschaftsfraktion bei unseren Sophons. Und je nachdem, welche Art von politischen Ideologien sich in dem Reich schon ausgebildet hatten, was man verwaltet, kann man später, wenn man neue Helden bekommt, auch neue Anführer verschiedener Fraktionen dazu bekommen. Das kann reichen von Pazifisten über Militaristen zu Industrialisten oder Fundamentalisten. Das da oben ist das Volk, das er hat, das sind die Sophons. Unten, das ist die Fraktion, die politische Fraktion, der er angehört. Das hier ist seine Klasse. Auf der rechten Seite ein Erfahrungspunkte. Baum für ihn, wo man gewonnene Erfahrungspunkte umsetzen kann in Eigenschaften. 3 geteilte Torte oben, das ist ganz allgemein, das ist bei allen immer dasselbe. Dann gibt es noch 2 andere Bereiche. Ja, rechts unten ist immer das, was für das Volk spezifisch ist, aus dem der Held rekrutiert wurde. Da gibt es für die Sophons natürlich wissenschaftsspezifische Sachen. Es gibt auch am Anfang immer entweder etwas, was man für die Flotte benutzen kann als Upgrade oder für einen Planeten als Upgrade. Plus 20 Wissenschaft aus System am Anfang ist ein gewaltiger Bonus. Dann muss man auch noch sehen, dass bei diesem links unten vollkommenen Tree
quasi der Beruf des Helden bestimmt, welche Art von Skills er zur Verfügung hat. Es gibt Abenteurer, Admiräle, es gibt dann auch noch Administratoren. Jeder von denen hat eine verschiedene Art von Skills, die man dann ausbilden kann. Und immer wenn man eine bestimmte Menge an Skillpoints in einem Kreis festgelegt hat, wird der nächste freigeschaltet, wo man dann frei wieder Sachen verteilen kann. Es ist also letztendlich nicht mehr diese baumartige Struktur, die man vorher hatte, sondern mehr oder weniger freie Verteilung. Das ist der Erfahrungspunktebaum. Dann hat er noch ein eigenes Schiff, das er mitbringt, das man auch designen kann. Wie man Schiffe designt, zeigen wir euch gleich. Erst gehen wir mal raus, weil gehen wir wieder zurück auf die ganze Galaxiekarte und schauen uns dann an, wie man sich zum Beispiel von Sternsystem zu Sternsystem hin und her bewegt. Das hier, das ist unsere Flotte oder all unsere Schiffe sind hier vor Ort. Das sind zwei Stück, mit denen wir starten. Das eine ist ein Erforschungsschiff, das zeigt das Lupensymbol an. Darunter, das ist ein Kolonieschiff, da seht ihr diese kleine Flagge und die haben dann bestimmte eigene spezifische Befehle, die sie durchführen können. Wir schnappen uns mal den Erforscher. Über Sternenbahn, das sind diese weißen Linien, sind die Systeme miteinander verbunden. Wir schicken den mal zum nächstgelegenen System hin, nämlich hier. Wir sind auf der Suche nach Systemen, die man erforschen kann mit unserem Kolonieschiff. Kommen sofort hier auch schon an in Kellum, in dem Nachbarsystem. Scrollen da auch mal rein und bekommen jetzt in einer kleinen Diashow oder einem Film vorgeführt, wie das hier aussieht. Auf welche Planeten wir treffen, welche Eigenschaften die haben, wofür die potenziell geeignet sind, ob die überhaupt schon bewohnbar sind. Je nachdem, was das für Planetentypen sind, müssen wir deren Besiedlung erstmal freischalten im Technologiebildschirm. Und so sieht dann hier die Übersicht aus. Alle im Moment noch nicht besiedelbar durch uns. Das heißt, wir müssen erstmal weiterfliegen zum nächsten oder zu einem anderen Sternsystem, damit wir mit unserem Kolonieschiff überhaupt losziehen können. Einen Blick können wir uns aber auch schon mal leisten in den Forschungsbaum, denn wir müssen natürlich hier am Ende dieser Runde eine Forschung einstellen. Was kann man hier machen? Wie sieht es hier aus? Okay, bei den Sophons muss man erstmal sagen, es gibt momentan 5 Ähren der Forschung und normalerweise muss man eine bestimmte Menge an Forschung eines Zeitalters erforschen, um das nächste Zeitalter freizuschalten. Das wird links oben angezeigt als Current Era, Ad Astra. 2 von 10 hat man schon. Wenn es 10 erreicht hat, wäre normalerweise das zweite Zeitalter freigeschaltet. Da die Sophons allerdings als politische Ideologie die Wissenschaft haben, dürfen sie gleich im zweiten Zeitalter forschen. Oder generell ein Zeitalter weiter, als sie eigentlich freigeschaltet haben. Die anderen dagegen sind noch ausgegraut. Die Technologien sind unterteilt in 4 Viertel, 4 verschiedene Typen. Und je nachdem kann man sich halt ein bisschen spezialisieren. Ja, letztendlich muss man durchaus sich ein wenig diversifizieren auch. Rechts unten ist immer der Militärbaum, wo man dann neue Module für die Fische, Schiffe erforscht. Und natürlich auch Gebäude zur Abwehr von Bodeninvasionen oder auch Landedivisionen, die man einsetzen kann, um Planeten zu erobern. All das wird unten rechts erforscht. Unten links sind normalerweise ökonomische Dinge, wo man auch erforschen kann, dass man Dinge mit Dust kaufen kann, anstatt sie normal fertigzustellen, wo neue industrielle Dinge drin sind. Oben links sind gesellschaftliche Fortschritte in Hinsicht auf Zufriedenheit, diplomatische Aktionen, Dinge, die man benutzen kann, um neue Helden zu generieren oder auch um mehr Nahrung zu bekommen. Alles links oben zu finden. Rechts oben hingegen sind Wissenschaft, schnellere Fortbewegung, Verbesserung der Sonden, die wir gleich mal zeigen sollten, und auch wie man neue Planeten besiedelt. Diese Prozentpunkte hier, das ist ein Spezifikum, eine charakteristische Eigenschaft der Sophons. Die können tatsächlich solche Technologien, die noch niemand anders hat, schneller erforschen. Genau. Das bedeutet natürlich, wenn man länger wartet mit der Technologie, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendjemand anders das erforscht. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, wir könnten eine von 3 Technologien aus dem ersten Zeitalter, die neue Arten von Planeten für uns zur Besiedlung freischalten, relativ schnell erforschen. Oder 4 aus dem zweiten Zeitalter. Wir könnten also 7 neue Planetentypen relativ schnell freischalten. Die anderen Fraktionen können maximal die ersten 3 oder 4 neuen Arten von Planeten aus dem ersten Zeitalter freischalten am Anfang.
Was empfiehlst du uns? Womit legen wir los? Wir wissen noch nicht, auf welche Planetentypen wir stoßen werden. Wir haben ja schon ein paar Planetentypen gefunden, direkt im nächsten System nebenan. Alles andere ist Spekulation, also lass uns doch einfach mal einen Planetenforschung auswählen von einem Planetentyp, von dem wir wissen, dass wir ihn besiedeln wollen. Ein Blick hier auf die verschiedenen Planeten hier bei Kellum. Ich scroll nochmal rein und wir sehen Ozean, Sumpfland, Steppenplaneten. Dementsprechend werden wir gleich eine Forschung auswählen. Wir wollen euch aber noch was anderes zeigen, bevor wir das machen. Und zwar wollen wir einen Blick werfen auf die Sonden. Und es gibt hier neben den Planeten ja diese Anzeigen von den verschiedenen Symbolen immer rechts neben dem Planeten. Das sind einerseits die strategischen oder Luxusressourcen, die man auf diesem Planeten schon erkundet hat. Und andererseits dann diese blinkenden Symbole. Das sind Anomalien, die man erforschen kann, indem man Sonden dafür ausgibt. Nur Erkundungsschiffe haben sehr viele Slots, um Sonden zu generieren und zu laden. Und wenn man auf ein solches Symbol draufklickt, dann kriegt man eine kleine Animation und kann dann, ähnlich wie bei Ziff, wenn man ein Dorf erforscht, was Gutes oder was Schlechtes finden. In dem Moment hier haben wir ja von Hyperium, von einer Ressource, 30 Stück an Beute hier bekommen. Nehmen natürlich dankend mit, finden wir ganz, ganz großartig. Diese strategischen Ressourcen oder die Luxusressourcen werden jeweils hier angezeigt und oben werden die auch hier angezeigt. Noch einmal oben links, da kann man sich anschauen, wie viel Vorräte man von denen schon gesammelt hat. Die helfen einem, die Luxusressourcen helfen einem bei der Zufriedenheit, die strategischen Ressourcen helfen einem bei der Ausrüstung und bei dem Bau der Schiffe. Sie können einem allerdings nicht nur bei der Zufriedenheit helfen. Die Luxusressourcen werden später dafür benutzt, um Systeme abzugraden. Das ist also nicht mehr so wie bei Endless Legend, dass man einen Booster aktiviert, indem man ein paar von diesen Sachen verbraucht, sondern man gibt dann eine feste Menge von diesen Ressourcen aus, um diese Bevölkerungsslots, die noch ausgegraut waren, dann freizuschalten und gleichzeitig einen festen Boost, abhängig davon, welche Ressource man dafür ausgegeben hat, auf das System anzuwenden. Es gibt aber noch eine ganz andere Sache, die man anstellen kann mit diesen Forschungsschiffen. Man kann tatsächlich nicht nur ein Sternsystem, sondern die Tiefe des Raumes erforschen. Wie funktioniert das? Also es gibt nicht nur einen Button links oben bei den ganzen Missionsbefehlen, dafür Anomalien zu erforschen, wenn man ein System umkreist, sondern rechts oben auch noch einen dafür, eine Sonde frei durch die Gegend zu schicken, irgendwo in den leeren Raum. Und man kann auch erforschen, dass die einen größeren Bereich abdecken und länger leben, also weiter forschen. Du kannst noch weiter Raum suchen, dann sieht es wahrscheinlich noch besser. Und wenn man die dann in den leeren Raum schickt, brauchen die halt ein paar Runden, um langsam diesen Bereich aufzudecken, den man momentan mit dem weißen Hintergrund unterlegt sieht. Und hat eine gewisse Chance, dann auch irgendeine Art von System zu finden, eine andere Konstellation, die man dann mit dem Warp-Antrieb erreichen kann, anstatt über die normalen Verbindungen. Und hin und wieder auch mal, später zumindest im Spiel, soll es auch noch Dinge geben wie schwarze Löcher und besondere Systeme. Was man meistens in den Konstellationen findet, sind eher solche Dinge wie Asteroidensysteme, die keine Planeten haben, aber wenn man sie in den Einflussbereich bekommt, riesige Industrieboni geben, weil man sie quasi abbauen kann. Ein kleiner Sprung in Raum und Zeit. Mit unserem Kolonieschiff kommen wir hier im Sternsystem Bani an, fliegen da rein und entdecken sogar hier, es gibt nicht nur eine Welt, die man kolonisieren kann, wir können es auch gleich machen, schnappen uns unser Kolonieschiff, klicken auf Kolonisieren und was passiert? Uns wird erstmal angezeigt, was es hier so alles gibt, der Reihe nach. Ich klicke das mal kurz weg, denn wir haben ja schon ein gewisses Ziel vor Augen, wir wissen ganz klar hier, wo die Fahne ist. Da können wir kolonisieren, machen das auch. Unsere Kolonisten fliegen runter mit einer Fähre und wir stellen verblüfft fest, hoppla, das läuft ja ein bisschen anders, als man das gewohnt ist von vielen anderen Strategiespielen. Der Außenposten dort ist zwar vorhanden, aber eine richtige Kolonie gibt es noch nicht und die könnte auch eine ganze Weile Zeit noch brauchen, bis die vorhanden ist. Ja, inzwischen ist es so, dass man durchaus haben kann, dass Systeme umstritten sind, weil mehrere Fraktionen dort ihren Außenposten gründen. Erst wenn eine Fraktion ihren Außenposten tatsächlich schafft, zur Kolonie auszubauen, bleibt dieses System auch erstmal unter Kontrolle dieser Fraktion.
Das dauert ein paar Runden, denn die Bevölkerung dort muss erstmal wachsen. Das ist nicht unbedingt einfach, sich einfach einen neuen Planeten zu schnappen. Und es gibt bestimmte Aktionen, die man machen kann, um das zu beschleunigen. Drei Stück gibt es, die seht ihr hier unten, Entschuldigung, rot und gelb und lila. Die rote, das ist die, die besonders fies ist und die besonders dann halt in Frage kommt, wenn, wie du gerade erklärt hast, wenn es schon andere Außenposten gibt von der Konkurrenz, bei denen kann man nämlich Nahrung mopsen. Genau, die zweite Aktion ist dann, dass man quasi ein wenig Propaganda betreibt, Werbung für Leben in den neuen Gefilden auf dem neuen Planeten. Ist erstmal alles blöd, weil man sowieso alles von Grund auf neu machen muss. Aber das zieht dann Nahrung aus allen Systemen aus dem Imperium ab. Bringt nur was, wenn man ein großes Imperium hat. Und das Letzte ist, dass man aus allen benachbarten Systemen 50% der überschüssigen Nahrung absammelt. Das ist normalerweise die schnellste Variante. Bedeutet aber, dass man dann strategisch so siedeln sollte, dass man immer Verbindungen zu Systemen seiner eigenen Fraktion hat. Und es kostet halt 75 Einflusspunkte. Wir geben mal unser 150 Duster auf, um hier plus 10 Nahrung zu bekommen, 10 Runden lang. Und schon läuft es hier ein kleines bisschen schneller. Genau, man sieht auch, welche Art von Population man wohl am wahrscheinlichsten bekommen würde. Das orientiert sich auch daran, wer denn am nächsten dran ist. Wenn man jetzt einen Teil seines Raums nur mit einer bestimmten Art von Bevölkerung besiedelt hat und eine Kolonie daneben errichten möchte, ist es auch relativ wahrscheinlich, dass man genau diese Art von Bevölkerung kriegt und nicht seine Hauptbevölkerung. Jetzt zum Thema Kampf. Wir wollen uns mal beispielhaft bei unserem Helden und dessen Schiff anzeigen lassen, wie das funktioniert, ein Schiff zu designen. Das holen wir uns mal in den Schiffsdesigner. Und? So sieht es aus, wenn das Schiff beispielhaft in alle Richtungen feuert. Ja, es gibt verschiedene Schussrichtungen, es gibt verschiedene Module, die das Schiff schon hat oder die man auch austauschen kann. Oder kann man sich die anzeigen oder auch filtern lassen. Und ich kenne jemanden, der uns da ganz, ganz schnell einführen kann. Also wie in Endless Space 1 gibt es wieder drei grundlegende Arten von Waffen. Kinetische Waffen, Beam- oder Strahlenwaffen und Raketenwaffen. Man kann sich mit einem Mouseover immer anzeigen lassen, was die jetzt eigentlich für Reichweiten haben. Es gibt auch wieder die drei Reichweiten, kurz, mittel, lang. Insofern ist das relativ so, wie man es auch schon von früher her kennt. Bestimmte Waffen funktionieren nur auf bestimmten Reichweiten. Und dadurch, dass sie nur bestimmte Winkelfelder abdecken, die etwas unzureichend meiner Meinung nach dargestellt werden, sollte man sich sehr gut überlegen, womit man seine Schiffe ausstattet. Jetzt Raketen zum Beispiel mit kinetischen Waffen, die nur auf Kurzstrecken funktionieren, zu paaren, sodass man auf mittlere Distanz vollkommen schutzlos ist, ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Vor allem, da man später bei den Kämpfen auch auswählen muss, ob man versuchen möchte, ganz nah an den Gegner ranzukommen, auf mittlerer Distanz zu bleiben oder ihnen möglichst fern zu bleiben, solange es nur geht. Und rüberziehen kann man dann die verschiedenen Module einsetzen. Das sind die verschiedenen Typen, die ihr euch in aller Ruhe auch selber dann anschauen könnt. Das hier dagegen, das sind die defensiven Module, die einem zur Verfügung stehen, die zum Beispiel zusätzliche Gesundheits- oder Lebenspunkte für das Schiff geben oder die das Schiff mit einem Schild versehen. Und es gibt noch eine dritte Art von Modulen, das sind so allgemeine Support-Geschichten, Unterstützungsmodule. Genau, da kann man zum Beispiel auch einen Scanner einführen. Damit kriegt man mehr von diesen Sonden, die man wegschicken kann. Du könntest jetzt dein Schiff vollkommen mit Sonden vollstopfen und sagen, wir erforschen jetzt einfach nur alles. Am Anfang ist das gar keine schlechte Strategie, weil die Anomalien ja meistens Boni geben, wenn man sie erforscht. Du könntest auch einen Spezialantrieb, den man mit strategischen Ressourcen bezahlen muss, einsetzen. Der ist natürlich besser als der normale Antrieb. Oder halt ein Support-Modul, was das Schiff repariert während des Kampfes. Was ich ausgesprochen cool finde, wo man allerdings auch eine strategische Ressource für braucht. Wenn man ein Schiff nachträglich upgradet, dann kostet das einen gewissen Dust-Betrag. Stattdessen kann man es natürlich auch von Beginn an in einem System bauen. Und dann kostet das kein Dust, sondern Produktionspunkte. Rechts die allgemeine Schiffsstatistik, Lebenspunkte und Mannstärke und Angriffsstärke und Bewegungspunkte und was es sonst noch so alles gibt. Und jetzt wollen wir unser Schiffchen auch mal richtig in Action erleben. In einem zünftigen Raubenkampf
auf der rechten Seite, des Rings, der Gegner, der ein bisschen schwächer und kleiner ist. Das ist ein Piratenschiff. Auf der linken Seite unsere Flotte, die allein schon deshalb stärker ist, weil wir ja gleich zwei Leute in den Ring schicken. Das ist zum einen unser Aufklärungsschiff und zum anderen unser Held. Unser Held, den haben wir nämlich der Flotte zugewiesen. Und dadurch bringt er sein eigenes kleines Privatschiffchen mit. Zwei gegen einen, fairer Kampf. Wir klicken mal auf Advanced, auf die erweiterten Optionen. Und so sieht es jetzt aus. Und was machen wir jetzt, Nosferatiel? Jetzt kommt es darauf an, was für eine Art von Bewaffnung unsere Schiffe haben. Letztendlich war es ja so, dass wir Bewaffnung für Langstrecken, Mittelstrecken und Kurzstrecken haben. Und dementsprechend sollten wir unsere Taktik wählen, die darauf basiert, dass wir uns entweder versuchen, so schnell wie möglich an die feindlichen Schiffe ranzumachen. Das wäre oben links die Variante mit dem längsten Pfeil. Interlock. Du kannst ja mal draufklicken, dann wird sich schon verändern, wie sich das Ganze ansieht. Und je nachdem, was der Feind wählt, wird sich dann die komplette Grafik und der Verlauf, den unsere Schiffe während der Schlacht wählen, sehr stark ändern. Da unsere Schiffe ja verschiedene Winkelbereiche nur abdecken und verschiedene Strecken haben, auf denen sie schießen können, bedeutet das, dass man eigentlich seine Schiffe so ausrüsten sollte, dass man den idealen Weg wählt, auf dem sie am meisten schießen können. So sieht es jetzt aus, wenn diese Befehle umgesetzt werden in die Wirklichkeit. Generell gilt in der ganzen Endless-Serie die taktischen Kämpfe. Die sind jetzt nicht bis ins letzte Detail animiert und ausgeführt. Manche Leute sagen, oh Gott, was soll denn das? Das sieht ja dann alles ein bisschen komisch aus. Aber da hat Endless Space 2 auch einen Schritt vorangemacht. Es sieht zumindest sehr hübsch animiert aus, auch wenn man jetzt beim Abspielen der Kampfrunde und der Befehle selber nicht mehr eingreifen kann. Die Frage ist immer, womit vergleicht man das? Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Civilization, da kann man solche Kämpfe gar nicht manuell steuern auf irgendwelchen taktischen Gefechtskarten. Andere Spiele wiederum, da kann man viel mehr machen. Es ist immer eine Frage des Maßstabes, den man da anlegt. Letztendlich ist die Idee der Entwickler dazu immer gewesen, dass man zumindest nach der Erfahrung von Endless Space 1 und auch aufgrund des Drucks der Multiplayer-Community gerne Sachen hat, bei denen kein Unterschied zwischen dem Autokampf und dem manuellen Kampf besteht. Wenn man dort Unterschiede macht, führt das immer zu Verzögerungen im Multiplayer, dann langweilen sich 5 Spieler, während 2 sich gegenseitig bekämpfen. Und das war auch immer der Grund dafür, vor allem diese simultane Zug- und Multiplayer-Fokusauslastung, das auf diese Art zu designen und nicht deutlich taktischer zu gestalten. Hier flitzen jetzt die Kugeln und die Laserblitze hin und her. Du kannst ja mal die Leertaste betätigen, das ist sowieso immer der Key dafür, deutlich mehr anzuzeigen. Und dann sieht man auch, wie sich die entsprechenden HP verändern. Die Trefferpunkte, der Lebensbalken wird kleiner und wir haben gewonnen. Wunderbar, einen entscheidenden Sieg davon getragen, schon in der ersten Kampfrunde, die möglich war, das ging ratzfatz. Übrigens, falls ihr noch etwas mehr von dem Spiel sehen wollt, wir haben ja wirklich nur alles so ein bisschen angerissen jetzt hier, schaut euch da vielleicht einfach unser Let's Play an. Das wollen Nosferatin und ich gemeinsam machen, ein Preview-Let's Play. Das startet jetzt noch vor dem Release im Early Access. Da gibt es täglich eine Folge zu sehen. Machen wir beide zusammen. Ganz zum Schluss noch ein Blick vielleicht darauf, was sind für dich die größten Unterschiede, die es gibt im Vergleich Endless Space 2 zu Endless Space? In welchen Bereichen hat das Spiel den größten Schritt vorangemacht? Also ich denke, der größte Schritt voran ist so etwas Ähnliches wie die Pläne aus Endless Legend zu haben. Das Politiksystem erlaubt einem mit geschickter Manipulation der Meinung der eigenen Bevölkerung sehr starke Fähigkeiten freizuschalten. Wenn man zum Beispiel die Wissenschaftsfraktion zur mächtigsten politischen Fraktion macht in seinem eigenen Reich, kann man plötzlich eine Ära weiter forschen, als man es normalerweise könnte. Das kann einem einen gewaltigen Vorteil verschaffen, wenn man plötzlich die Waffen aus einer Ära weiter hat und dann als Craver sich dann doch wieder zu dem Militär besinnt. Was auch noch deutlich anders ist, ist, dass es inzwischen Bodenkämpfe gibt. Ich bin nicht so wirklich zufrieden mit denen bis jetzt, aber zumindest besteht das Potenzial, dass es da etwas taktischer zu gehen wird. Und
Ja, generell finde ich es inzwischen besser, dass die Schiffsausrüstung zumindest taktische Elemente hat wie Winkelbereiche, nur die Anzeige davon kommt noch nicht ganz damit mit, dass diese Optionen tatsächlich existieren. Das hier ist der Senat, der Senatsbildschirm. Es gibt dort verschiedene politische Parteien. Zum Start erstmal nur einer auf unserer Seite. Das sind die Wissenschaftler. Die gibt es natürlich bei den Sofons von Natur an, weil wir so ein Wissenschaftlervölkchen sind. Deshalb lieben wir, gibt es ja quasi eine Einheitspartei. Im Laufe der Partie können noch weitere Parteien dazukommen, wenn man zum Beispiel bedroht wird plötzlich von einer mächtigen Kampfflotte von einer anderen Galaxie, und man hat selber die eigenen Raumschiffe vernachlässigt, kann es sein, dass plötzlich sich die Militaristen melden, auch im Senat, und dass die sie ja versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und so weiter. Je nachdem auch, mit welchen anderen Völkern man in Kontakt kommt, welche Planeten man besetzt oder besiedelt, wo andere Völker auch noch sind, kann sich auch die politische Zusammensetzung der Bevölkerung ändern. Es gibt alle paar Jahre gibt es dann auch Wahlen, die durchgeführt werden, und wir selber, wir spielen ja quasi das Staatsoberhaupt hier, der Sofons oder des Völkchens, und haben die Möglichkeit, den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen durch diverse Tricks. Wir können zum Beispiel das ausgeben für eine finanzielle Kampagne oder Einflusspunkte raushauen für einen Presseskandal oder einfach nur die Wahlen kaufen, was besonders teuer ist. Alle paar Runden gibt es eine Wahl, hier wird das angezeigt, und es gibt bestimmte Gesetze, die hier in Kraft getreten, die in Kraft sind. Anfangs ist das nur eins, später kommen weitere dazu, werden weitere noch freigeschaltet. Können wir eigentlich als Staatsoberhaupt oder als Anführer der Sofons auch abgewählt werden, oder gibt es zumindest andere Dinge, die echt nachteilig werden können, wenn wir es politisch so richtig versauen? Nun ja, momentan haben wir ja diese Oracle of Science Angelegenheit am Laufen. Die bleibt nur so lange bestehen, wie wir die Majorität von Wissenschaftlern haben. Sollten zum Beispiel die Militaristen hochgewählt werden und dann die Mehrheit im Senat stellen, verlieren wir den Bonus, dass wir die nächste Ära erforschen können, kriegen dafür einen anderen Bonus. Der mag vielleicht für, sagen wir mal, die etwas kriegerischen unter uns sehr viel sinnvoller sein. Aber für die Sofons, wenn man auf den Wissenschaftssieg hinaus will, sollte man darauf achten, dass die Bevölkerung die ganze Zeit lieb, nett und unbewaffnet ist. Alles haben wir ein bisschen angesprochen, ein bisschen angerissen. Haben wir euch vielleicht Appetit auf mehr gemacht? Schaut euch doch einfach mal unser Preview-Let's Play an. Viele Details und vor allem mit Nosferatil einen echt kompetenten und sachkundigen Co-Moderator. Bin sehr, sehr gespannt. Freue mich wahnsinnig aufs Let's Play und freue mich darauf, möglichst viele von euch vielleicht dort auch begrüßen zu dürfen, zu können. Bis bald. Danke, Nosferatil, und ade. Bis bald. Tschüss. Gern geschehen. Ciao.